hoher Glockenturm. Ja, ja, das stimmt. Na, wollen wir wetten? Skorpion, kann deinem großen Tierkreiszeichen. Hey, da ist der Löwe. Hey, Sam, wir haben wohl den richtigen Turm. Ruf zurück. Der Empfang ist nicht so gut hier. Kein Grund zu warten. So, was haben wir denn hier? Die verschiedenen Statuen. Einmal ein Skorpion. Dann haben wir den Löwen, den Stier und den, keine Ahnung, was das ist, den Typen. Ja, haben wir noch mehr? Na, hier ist noch was. So. Schauen wir doch mal. Ich will mich hier erstmal genauer umsehen. Vielleicht kommen wir ja jetzt hier schon irgendwie hoch. Aha. Da kommen wir also schon hoch. Hier geht nichts. Ja gut, wir müssen offensichtlich erstmal hoch. Dann machen wir das auch direkt mal. Gucken, was uns da oben erwartet. Na, Sully, kommst du mit, oder was? Nee, Sully hat anscheinend keine Lust. Bin gleich zurück. War ja wieder klar, wir müssen wieder alles alleine machen. Was es wohl mit diesen zwei Dingern hier auf sich hat? Ob man da dran springen kann? Wollen wir es mal ausprobieren? Ich meine, ich sehe hier keinen anderen Weg, hier irgendwie weiterzukommen. Also denke ich mal, dass wir da drüben dran springen müssen. Ah ja. Oh, verdammt. Hey, sieh mal, Sully, die Uhr geht noch. Ja, ich sehe es. Bleib mit den Zahnrädern da oben hängen. Geht klar. So, das scheint ein Mechanismus zu sein. Ja. So, aber was wollen wir jetzt hier drüben? Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, dass wir hier dran springen müssen. Warte mal, wenn ich da dran springe, es muss irgendwie... Ah, ich habe da schon so eine Idee. Ich springe erstmal wieder hier dran. Jetzt kletter ich hier hoch. Aber wie kommen wir jetzt an das andere Ding dran? Das ist doch die Frage. Ja.
Wir können nicht links klettern und wir können auch nicht rechts dran lang klettern. Ah, ist komisch, ne? Ich glaube, ich habe da so eine Idee. Von hier, zack, und dann hier rüber. Jawohl, nee. Okay. Ah, ja. Oh, 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 oh. Yeah, Baby, das war richtig. Alter, du stürzt ja alles ein. Bist du okay? So. Weiter geht's an den Zahnrädern. Nein, alles klar. Vertrau mir. Ja, super geile Action. Die Frage ist nur. Ah, CC. Hier geht's weiter. Ich muss durch die Lücke im Zahnrad sprengen. Oh weia. Na dann, Epp. Spider-Man lässt grüßen. Ah, hier ist der Löwe. Und hier ist ein Hebel. Löwe. Ich hatte mal was mit einer lieber Löwe. So, und wir läuten die Glocke. Okay, das war echt laut. Die hat nichts gebracht, Nate. Ja, ist so logisch. Wahrscheinlich müssen wir die Skorpionsglocke zuerst läuten. Dann müssen wir die Glocke von dem Typen läuten. Dann von dem Löwen und dann den Stier. Gut, dann wollen wir mal gucken, wie wir hier weiterkommen. Ich denke mal, wir müssen einfach noch weiter hoch. Ja, gut. Auf geht's. Was ist das hier? Der Skorpion. Sehr gut, da wollten wir doch hin. Wie, du kannst... Ah, okay, das geht nicht. Wir müssen hier unten lang. Können wir da? Hier lang? Nee. Ich würde sagen einfach mal, dass das nicht möglich ist. Da lang. Wir müssen vielleicht doch hier irgendwie. Hier weiter. Hepp. Und da ist der Skorpion. Dann läuten wir mal die Glocke. Ich denke, das sollte uns weiterhelfen. Avery war bestimmt Skorpion. Oh! Meine Ohren! Hey Nate, die hat funktioniert. Das Skorpion schon. Ich glaube, ich sollte das Headset mal ein bisschen leiser drehen, damit mir nicht dauernd die Ohren wegfliegen, wenn ich hier eine Glocke läute. Okay, wir haben den Skorpion. Es geht weiter aufwärts. Nochmal Lucky Lucky. Der Typ als zweites. Junge, Junge, das geht hoch hinaus. Springen wir mal hier dran. Und von... Na, ob ich hier an die Zahnräder drankomme, ich weiß es nicht. Da unten ist der Löwe, den brauchen wir erst später. Ich bin mir nicht sicher, ob er da dran springt. Ehrlich gesagt...
Habe ich auch keinen Bock hier zu sterben. Unten, vielleicht müssen wir hier wieder. Ja, warte mal. Hochkraxeln. Nee. So, und wahrscheinlich dann auch von hier unten weiter, weil. Was ist hier? Der Löwe. Nee, den brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Wir brauchen erstmal den Typen, die zwei. Und dann brauchen wir den Löwen. Oh, dann machen wir weiter. Wieder Spider-Man-Actions hier. Da ist der Stier, den brauchen wir auch noch nicht. Der Skorpion, aber ich frage mich, ob wir von dem anderen Zahnrad hier rechts, ob wir dann da rüberkommen. Das ist die Frage. Nee, er will auch gar nicht erst springen. Ich denke mal, wir müssen hier beim Skorpion irgendwie weiter. Ich schaue mir das nochmal an, indem ich hier auf das Plateau nochmal springe. Jo, Alter, was für eine Action, Mann. Super geil. Super geil. Also, sowas liebe ich ja, aber von hier aus. Ja, ich will mich hier noch erstmal ein bisschen umsehen, aber ich glaube, da kommen wir hoch. Okay, das war richtig. Aber hier müssen wir noch nicht hin. Ja, die Wassermann-Glocke. Da bin ich ja gerade unterwegs. Sehr gut, jetzt wissen wir schon mal, was das sein soll. Ein Wassermann. Ja, wo ist denn die Wassermann-Glocke? Ich weiß gar nicht. Hä? Ah! Die ist natürlich ganz unten, beziehungsweise fast ganz unten. Ich frage mich, ob er hier runterspringt. Nee, wir nehmen lieber die Leiter. Sicher ist sicher. Will er die Leiter nicht? Nee, er will die Leiter nicht. Ich lasse mich jetzt einfach mal fallen. Ich hoffe, das klappt. Sehr gut. Das schafft er aus der Höhe. Hier ist der Wassermann. Wassermann, durchweg nette Menschen. Leuchter Ohrstöpsel! Zwei geschafft, zwei übrig haben wir. Also, wie steht's? So, und ich glaube, jetzt brauchen wir den Löwen, richtig? Ja, wir brauchen den Löwen. Also wieder hochkraxeln, glaube ich, oder? Nö. Das ist der Stier. Ja, doch, wir müssen wieder hoch. Super geil, super geil. Also erinnert mich hier so ein bisschen an die Action. Ich glaube, aus dem zweiten Teil war es, wo wir hier die Arme dieser riesen Statue hochklettern mussten. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch daran. Ey, super geil. Ich hab das so abgefeiert. Ja, die Stelle kommt dem schon ziemlich nah. So,
Ja, ich glaube, wir müssen hier dran. Genau so ist es. Jetzt hier hoch. Oder? Ja. Das war knapp. Das ist der Skorpion. Na, den brauchen wir aber noch nicht. Wir brauchen den Löwen. Da ist er doch. Der Löwe. Oh mein Gott, hätte ich mir mal Oropax mitgenommen. Danke. Löwe ist offen. Okay, nur noch eine. Ja, und zu guter Letzt der Stier. Der denn jetzt? Ich glaube, auf jeden Fall hoch. Definitiv. Da drüben ist er doch, der Stier. Aber wir müssen von der anderen Seite rüber klettern. Na komm schon, Nathan. App. So, jetzt hier wieder. Also ich kann euch ganz ehrlich sagen, im Real Life, ich würde das hier niemals machen. Ich würde mir wahrscheinlich vor Angst in die Hose scheißen bei der Höhe hier. Aber wir sind ja in einem Videospiel. Ist ja alles halb so wild. Und hepp! Schau mal rüber hier. Und hepp! So, hier ist Mr. Stier. Die letzte Glocke. Stier. Die schlimmsten. So. Sesam, öffne dich. Hey, das war's. Der Stier ist offen und Avery Siegel ist am Boden erschienen. Ein Totenschädel. Verdammt, das war's. Mehr nicht. Aber hey, da ist diese große Glocke ganz oben. Es war wieder klar, wir müssen weiter hoch. Los geht's. Oh. Okay, ich schau mal, was er hier wieder nachgetragen hat. Nix. Na gut, der Totenschädel ist jetzt da und die Glocke, wo ein, keine Ahnung, Eichhörnchen, Frettchen dran hängt, ich weiß es nicht. Hier hat sich nichts verändert. So, wollen wir nochmal gucken, was oben auf uns wartet. Seil? Oder hier? Seil oder... Ne, wir nehmen das Seil. Ist ein Hebel. Den wollen wir doch mal ziehen. Ich wette, damit halten wir das Zahnrad an. Komm, spring dran. Zack. Nice. So, und ich glaube, jetzt können wir hier hochklettern. Oh, ich glaube, das ist begrenzt. Also müssen wir uns ein bisschen beeilen. Oh! Knappes Ding. Das hat Spaß gemacht.
Ja, das hat es. Geht's hin? Oh, wir kommen der Glocke näher. Hier kann ich an der Uhr drehen. Ich höre Tauben. Ah, da ist eine Taube. Ja, offensichtlich müssen wir durchs Fenster. Weil hier kommen wir nicht weiter. Oder können wir hier vielleicht von Rad zu Rad springen? Ich möchte es nicht probieren, ehrlich gesagt. Deswegen gucken wir mal draußen. Schauen wir mal, was hier draußen los ist. Ah, logisch. Oh. Leute, ich weiß, ich hab's schon öfters gesagt, aber guckt euch diese Aussicht an. Es ist einfach nur der absolute Killer-Scheiß. Ja. Also, die haben sich echt Mühe gegeben. So. Na, ich gehe mal davon aus, dass ich mich an diesem Zeiger festhalten kann. Ja. Und dass ich diese Zeiger jetzt so drehen muss. Ja, dass der eine Zeiger darüber zeigt, beziehungsweise ganz hoch zeigt, dass ich dann an dem Zeiger hochklettern kann. Deswegen gehen wir jetzt nochmal rein. Und drehen den großen Zeiger so. Ja, ich weiß nicht. Entweder, dass er hoch zeigt oder dass er rüber zeigt. Ich weiß es nicht. Probieren wir es einfach mal aus. So, wollen wir noch mal gucken, ob uns das weiterbringt. Oder ob wir den vielleicht hochdrehen müssen. Aber ich glaube, das wird schon gar nicht so verkehrt sein jetzt hier. Fuck. So. Oh. Schön. Wie sollen wir denn jetzt wieder zurückkommen? Aha. Schau mal einer an. Uns mal ein bisschen umsehen. Das Fenster ist nicht offen. Da könnten wir um die Ecke klettern, da unten. Aber ich gucke erstmal hier. Ah, ja. Digga, mach keinen Scheiß! Oh, schnell hoch. Da werden wir. Da ist mir gerade das Herz echt in die Hose gerutscht. So, wir wollen uns hier erstmal genau umsehen. Ich habe nämlich lange keinen Schatz mehr gefunden. Vielleicht finden wir ja hier oben was. Wir werden sehen. So, hier kann man dann offensichtlich noch weiter hochklettern. Aber wir gucken erstmal. Aha. Weißt du was? Wir klettern erstmal hoch. Vielleicht finden wir da oben ja ein Schätzchen. Ein Schätzlein. Oder vielleicht doch erst die Glocke läuten. Nee, wir läuten mal erstmal die Glocke. Wir läuten erstmal die Glocke.
Boah. Gut, wo war das jetzt? Ich glaube hier lang. Ja. Okay, Sully, geschafft. Das wird richtig laut. Los, komm. Oh. Sully, Achtung. Sorry, der Griff ist abgebrochen. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Muss ich sie wohl selbst läuten. Ja, dann müssen wir sie wohl selbst läuten. Das machen wir jetzt auch mal direkt. Okay, los geht's. So, ich läute den Gottesdienst ein. Amen. Oh, Schisse, Manisse. Alter Schwede, irgendwie habe ich ja schon fast sowas geahnt, aber... Yes. Oh, Alter Schwede. Ich muss hoch. Hoch? Na, du spring doch! Ah, fuck it! Ich muss hoch! Ja nun, geh noch hoch! Jawoll! Oh, heilige Scheiße! Huh! Shit! Verdammt nochmal! Hey, Sully! Hier ist ja was los!